Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur abschließenden Pressekonferenz des REWE Final Four 2017. Die Begegnung des THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt im Finale. Halbzeitstand 13:12. Ende zugunsten des THW Kiel 29:23. Ich darf Ihnen schnell das Podium vorstellen. Von links nach rechts Thorsten Storm, Alfred Gislason, Domokai Duvniak. Nach Vorname fällt mir jetzt ein. Tobias Karlsson, Entschuldigung, Ludmil Vranjes, Dirk Schmeschke, Jochen Vogel, herzlich willkommen und Frank Bohmann. Domagoj Duvniak, Herr Duvniak, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, erstmal guten Abend. Ich gratuliere Flensburg-Handewitt zu einem korrekten und einem geilen Spiel. Ja, wir haben heute überragend gespielt. Unsere Abwehr war richtig, richtig gut. Und von erster Sekunde bis letzte, wir haben alles gegeben. Niklas Landin war überragend auf Tor. Und ja, ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Dankeschön. Ich gehe direkt zum nächsten Spieler. Herr Karlsson, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an die THW Kiel. Ich finde, sie haben heute verdient gewonnen. Sie waren insgesamt über all besser als wir heute. Sie haben besser gedeckt, besser Angriff gespielt und besser Torwart gehabt. So, das war nicht richtig nah dran von unserer Seite heute. Das tut natürlich richtig weh. Und wir sind sehr, sehr enttäuscht natürlich mit unserer Leistung und das Ergebnis. Aber ja, wir werden auch, wir haben immer noch vieles vor uns und die Saison ist noch lang und wir werden zurückkommen. Dankeschön. Alfred Gislason, bitte. Ja, guten Tag. Also, ich bin natürlich extrem stolz auf meine Mannschaft. Ich denke, dass die Jungs ja, super Einstellung gezeigt haben. Wir haben ein enges Spiel gestern gehabt. Leichten Vorteil mit Sicherheit, dass wir 3 Stunden mehr Pause hatten als die Flensburger. Aber nicht, natürlich auch ein engeres Spiel. Aber ich denke, wir haben vieles richtig gemacht. Landin war überragend im Tor, die Abwehr war von Anfang an sehr stark, nicht wie gestern, wo kaum eine Abwehr in der ersten Halbzeit gab bei uns. Ja, und angriffsmäßig haben wir, denke ich, sehr gut gespielt und letztendlich verdient gewonnen. Für was Dule hier heute gebracht hat, muss ich, ich bin ja selten dabei, Einzelspieler so loben, aber das war ein echter Weltklasse-Kapitän, der mit seiner Verletzung so ein überragendes Spiel gebracht hat in Angriff wie Abwehr. Und also riesiges Kompliment und Dankeschön von dem THW-Club. Ja, insgesamt war das so, dass auch alle anderen haben gut gespielt. Jeder hat seinen Teil dazu getragen und deswegen denke ich, dass wir verdient gewonnen haben. Ein sehr, sehr wichtiger Titel für uns und ja, und für diese junge Mannschaft schon ein kleiner Meilenstein. Dankeschön. Dankeschön. Herr Vranjes, bitte. Ja, guten Tag von meiner Seite auch. Herzlichen Glückwunsch, Alfred, Thorsten, Dule, ganz THW Kiel. Verdient gewonnen. Alles ist eigentlich gesagt. Ja, ich finde, wir haben ja alles versucht, aber die waren echt besser in alle Teilen. Also am Ende, wenn wir zum guten Möglichkeit gekommen sind, dann stand ein Dahlin, Niklas Landin meine ich, im Weg. Und wir haben nicht dieselbe Leistung heute gebracht wie gestern. Gestern war fantastisch, heute war weniger fantastisch. Aber man muss ja auch sagen, Rhein-Neckar konnte auch gestern sagen, Kevin Müller hat unglaublich viel gehalten. Heute sagen wir ja, Landin hat unglaublich viel gehalten. Und im Handball wissen wir ja, was das bedeutet, wenn ein Torwart und Abwehr funktioniert. Das hat Kiel heute perfekt gezeigt. Ich muss trotzdem sagen, ich bin trotzdem stolz auf meine Mannschaft, auch.
was wir für einen Handball gestern gezeigt haben. Heute bin ich weniger stolz, aber ich bin stolz, dass die eine Mannschaft sind, trotz in dieser schweren Phase. Handballerisch, natürlich können wir über Sachen sprechen, was ich besser machen konnte oder ob ich etwas anderes ausgewechselt konnte, früher, später und so weiter. Aber wir haben zu Möglichkeiten uns gespielt, aber leider nicht das 100% benutzt. Und so ist das Leben. Wir haben viel vor. Wir werden uns nicht irgendwie jetzt untergraben, sondern wir werden da vorne stehen mit Kopf hoch. Und wir werden weiter trainieren, wir werden weiter spielen und wir werden alles geben, um weitere Ziele zu erreichen. So ist das. Und meine Jungs dürfen auch ein Bier heute Abend trinken. Dankeschön. Bevor ich zu Jochen Vogel und Frank Bohmann komme, möchte ich gerne noch die Geschäftsführer um ihr Kommentar bitten. Thorsten Storm, bitte. Ja, wir sind natürlich total glücklich, das merkt man ja, wie die Fans einen Pokalsieg hier feiern, wie die Mannschaft gelöst ist. Das war ein echt geiles Wochenende, sehr, sehr fokussiert von Beginn an. Die anderen Mannschaften sind ja nicht zum Spazierengehen hierher gekommen. Ich war eigentlich ganz froh, dass die SG gestern so eine überragende Leistung gebracht hat gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das hat sie noch mehr zum Favoriten für das Spiel eigentlich ja auch gemacht, weil das war ja wie vom anderen Stern gestern. Aber dass wir heute genau noch mal da ansetzen, das fand ich für diese Mannschaft so unglaublich wichtig, weil alle wissen jetzt, das geht, wir können das. Auch die, die das erste Mal hier waren, auch die, die vielleicht in großen Spielen noch nicht nachher das glücklichere Ende für sich hatten. Und ja, es hat irgendwie alles gepasst. Es waren auch aus meiner Sicht in allen Partien gute Schiedsrichterleistungen. Und dann zaubert Alfred noch mit Rune einen neuen Mittelmann. Das war auch ein Plus heute in dem Spiel. Der hat das Spiel sehr schnell gemacht, Rune. Und das war, glaube ich, auch nicht allen bekannt, dass das bei uns so geht, dass wir mit Rune da auf der Mitte spielen. Also es hat irgendwie alles gepasst für uns. Und ich glaube auch, wie Alfred sagt, die Mannschaft hat sich an diesem Spiel, wir haben uns echt weiterentwickelt als Team. Und auch weil er hier sitzt, ich hatte vorhin echt Tränen in den Augen, wie du hier gespielt hast in der Situation. Also klasse, vielen, vielen Dank. Dirk Schmeschke, bitte. Ja, auch von mir Glückwunsch, Alfred, Dule, Theo. Kann ich auch nur mich anschließen, das war definitiv verdient heute. Also der THW war heute definitiv fokussierter und auf den Punkt, auch in den entscheidenden Phasen besser. Insbesondere, ich sag mal, auch eine großartige Leistung von Landin, muss man auch anerkennen. Ich muss aber auch sagen, nach dem gestrigen Spiel glaube ich schon, dass wir natürlich hierher gekommen sind, um zu gewinnen. Deswegen ist die Enttäuschung schon groß und da müssen wir auch zu stehen und die geben wir hiermit auch kund. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt den Kopf in den Sand stecken, sondern wir haben weitere große Ziele vor uns. Und ich glaube, unsere Mannschaft leistet bisher in dieser Saison Großartiges. Sie kämpft, sie spielt, sie hat sicherlich auch heute gekämpft in diesem Spiel, aber eben das Niveau nicht erreicht, das man erreichen muss, um solche Spiele dann auch zu gewinnen. Dankeschön auch an unsere Fans. Ich finde, sie haben uns super unterstützt. Man hat ja auch gesehen, wie viele in der Halle waren oder sich auch bemüht haben um Karten. Ich hätte mich auch gefreut, wenn wir heute den Titel gewonnen haben, aber ich gucke noch nicht nur auf heute, sondern wir schauen weiterhin nach vorne und wir haben noch Aufgaben vor uns. Aber an dieser Stelle wirklich Kompliment an den THW Kiel. Muss man auch wirklich ernsthaft machen, weil Kiel war heute einfach besser. Und von daher, wir schauen weiter nach vorne und greifen jetzt die nächsten Aufgaben an. Und das ist ein großartiges Ziel. Und deswegen gehen wir auch mit geraden Rücken hier aus diesem Final Four Wochenende raus. Jochen Vogel. Von der, also Regionalleiter Rewe Nord von der Rewe. Herzlichen Glückwunsch für so ein tolles Turnier. Sie haben gerade wieder das Pokalfinale um 3 weitere Jahre verlängert. Ich glaube, Ihre Premiere. Was ist Ihr Eindruck? Ja, danke für den herzlichen Glückwunsch. Den richte ich dann gleich weiter an den THW Kiel für heute. Was ist unser Eindruck? Erstmal tolle Location, gigantische Stimmung. Die Atmosphäre also absolut super und das passt auch sehr gut zu uns. Wir engagieren uns im Sport sehr viel mit der Rewe und natürlich auch hier im Handball. Und Handball ist ein schneller und dynamischer Mannschaftssport. Das passt zu uns, das passt zu unserer Philosophie. Wir arbeiten in einem sehr schnellen Umfeld. Wir haben auch viele kleine Mannschaften und müssen dort vor Ort dynamisch unterwegs sein.
Wir sind sehr stolz, für die nächsten 3 Jahre den Handball und gerade speziell hier im Final Four weiter unterstützen zu können und freuen uns da auf das Engagement. Wir freuen uns auch. Vielen Dank. Frank Bohmann. Ja, also ich möchte mich auch erstmal bei allen Beteiligten bedanken. Gratuliere beiden Finalteilnehmern. Das war über beide Tage eine 2-Weltklasse-Leistung mit einem gerechten Sieger. Ich möchte vorab einen kleinen Übermittlungsfehler klarstellen. Bei der Wahl zum besten Spieler kam es zu einem Übermittlungsfehler. Es war also bis kurz vor Ende war die Wahl da ganz offen zwischen Patrick Winczek und Domagoj Duvniak und die Expertenkommission hat Patrick Winczek vorne gesehen. Das ist leider falsch auf das Spielfeld runtergekommen. Das werden wir korrigieren. Steffen Weinhold, der 2 starke Spiele gemacht hat, den wollen wir ja nicht unter den Scheffel stellen. Gestern auch überragend gespielt, heute auch ein gutes Spiel gemacht. Die beiden waren sicherlich noch weiter vorne. Und Patrick Winczek wird hier von uns natürlich auch noch geehrt werden und einen entsprechenden Preis bekommen. Das aber einfach zu Ihrer Information, bester Spieler des Rewe Final Four 2017 ist Patrick Winczek. Ansonsten muss ich sagen, es war das Fest, was wir uns alle gewünscht haben, was wir uns erwartet haben. Von den Fans, von der Fankultur überragend. Gestern auch das erste Mal Leipzig dabei. Die haben sicherlich Erfahrungen sammeln können. Vielleicht auch eine Spitzenmannschaft der Zukunft. Da wird sehr gute Arbeit geleistet. Oberstes Ziel von fast allen Handball-Bundesligisten ist es, das Rewe Final Four zu erreichen. Das zeigt, welche Qualität die Veranstaltung hat und wie es auch in der Liga anerkannt wird. Wir waren mit dem Wochenende sehr, sehr zufrieden und danken auch den Spitzenteams, die auch noch in der Champions League noch vieles vor der Brust haben, die deutsche Meisterschaft ist noch lange, lange nicht entschieden, dass sie hier wirklich auch das letzte Korn noch reinwerfen. Das ist nicht selbstverständlich, aber das spricht für die Qualität des Wettbewerbs. Noch kurz zum wirtschaftlichen Ausgehol. Dieses ganze Turnier, das funktioniert natürlich nicht ohne unsere Partner. Die Rewe ist hier unser größter. Herzlichen Dank von unserer Seite für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir sind jetzt im 3. Jahr, machen 3 weitere Jahre. Das ist ein großartiger Partner, weil er mit seinen Eigenschaften, Volksnähe, Regionalität, guter Service, da steht er, glaube ich, wirklich sehr gut zum Handball, steht uns sehr gut und ohne solche Partner wäre so eine Veranstaltung nicht möglich. Das müssen wir mal sagen. Den einen oder anderen mag vielleicht auch mal ein blinkendes Licht nerven, aber sonst können wir so einen Weltklasse-Handball ja auch einfach nicht bezahlen. Ja, also das wollte ich einfach nochmal in die Runde schicken. Ansonsten freuen wir uns aufs nächste Jahr. Wir sind gewappnet. Im nächsten Jahr treten wir an am 1. Mai-Wochenende. Das ist kein Hafengeburtstag. Sind spät dran danach. Wieder früh im April. Wir planen das immer weiter vor. Unser neuer Fernsehpartner Sky war da. Da haben wir, glaube ich, die Erwartungen auch übertroffen. Wir werden aber sicherlich mit einigen Neuen auch im kommenden Jahr kommen. Herzlichen Dank fürs Kommen. Und Oliver, deine Bühne. Dankeschön. Ihre Fragen bitte. Frank Heike. Bitte. Abgewogen, Dulle einzusetzen. Also in Absprachen mit den Ärzten hat Dulle das für sich selbst entschieden. Ich glaube, das kannst du auch fast besser beantworten als ich. Ja, meine Knie ist ja zurzeit besser und ist besser geworden. Deswegen, wir haben gesagt, dass ich werde oder ich habe gesagt, dass ich will spielen diese Final Four. Natürlich morgen wird sehr schlecht. Ich kenne dieses Gefühl. Ja, ich glaube, dass ich werde wahrscheinlich diese Woche OP machen. Ja, ich habe alles gegeben heute und das war mein Ziel eigentlich. Dann noch eine Anschlussfrage, Dulle. Es bestand also kein Risiko, dass die Verletzung schlimmer wird, dadurch, dass du spielst? Nein. Ärzte, die haben gesagt, das wird nicht schlimmer, auf jeden Fall. Ach, jetzt doch. Du, wie sehr warst du überrascht, dass eine Dame beim THW heute im Rückraum gespielt hat? Hat dich das überrascht, dieser Schachzug?
Ja, ich habe den Wurf gestern gesehen, das war schon okay. Ja, ich war überrascht, dass er so anfängt, absolut. Aber also ich würde ja nicht sagen, dass das große Probleme waren für uns, sondern er hat das Spiel schneller gemacht und wir haben das nur zwei, drei Angriffe müssen in den Griff kriegen, dann war das ja okay, aber schnelles Spiel haben wir schon erlebt mit Rune Damke als Mittelmann. Weitere Fragen? Ich habe nur eine ganz kurze Frage an Herrn Bohmann. Wer wählt den MVP dieses Turniers? Das ist eine Expertenkommission, eine fünfköpfige Expertenkommission, die sich aus Trainer und Managern der HBL zusammensetzt. Weitere Fragen? Herr Frank, dann will ich die Vorfrage nochmal aufgreifen. Die fünf Namen hätte ich gerne gewusst. Die geben wir nicht bekannt, haben wir in der Vergangenheit, haben wir damit keine gute Erfahrung gemacht. Es ist eine fünfköpfige Kommission, die auch wechselt, je nachdem wer da ist. Ja, sie ist ja eine andere Kommission. Und die auch von Handball Ahnung hat. Ja, also ich gehe davon aus, dass wir in der Vergangenheit immer tatsächlich den besten Spieler gewählt haben. Und das ist vielleicht nochmal aufzugreifen, die Entscheidung war 3-2 für Patrick Winczek gegen Dumagoj Duvniak. Weitere Fragen? Ich sage es jedes Jahr, Pulver verschossen. Dann sage ich, dann schließe ich die Pressekonferenz, bedanke mich fürs Kommen, kommen Sie gut nach Hause und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Danke.